Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ja, ihr seht, ich mache mich auf dem Weg, weil ich etwas vorhabe. Ich möchte mir nämlich ein Auto holen, welches ja so ein bisschen weiter oben steht. Dafür haben wir nämlich einen Schlüssel gefunden in einer der letzten Folgen. Ich glaube, das müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Würde ich mir gerne holen. Ich weiß, ihr denkt euch bestimmt, da sind doch so viele Autos, aber die meisten davon sind gar nicht mehr so wirklich fahrtüchtig. Und das Auto dort oben, was wir wie gesagt gefunden haben und auch tatsächlich einen Schlüssel dafür gefunden haben, ja, ist in gutem Zustand, hat leider nur kein Benzin gehabt. Deswegen bin ich hier mit einem ja, halbvollen oder dreiviertelvollen Benzinkanister unterwegs und ja, hoffe, dass wir da unbeschadet hinkommen. Ihr seht auch, ich habe meinen Rucksack hier mit den Attachments dabei. Das haben wir in der letzten Folge gemacht, nachdem wir unsere Schneidereifähigkeit endlich auf Level 2 geskillt haben. Hat ewig gedauert, aber wir haben es dann doch hingekriegt. Sehr geil. So, ich würde sagen, machen wir uns hier mal so schräg auf den Weg. Das ist nicht allzu weit weg. Es müsste hier in der Nähe sein. Aber ich habe gemerkt, es sind wirklich sehr, sehr viele Zombies hier in der Gegend. Kann natürlich sein, dass die durch den Hubschrauber-Event hier gekommen sind. Entweder das oder halt die spawnen hier halt nach und nach neu, ne? Kann natürlich alles sein. Aber die sollen oder sind eigentlich keine Herausforderung, wenn es nur diese paar sind. Okay, perfekt, das war's schon. Ich pack mal den Benzinkanister gleich wieder ins Inventar. Ich habe das einfach eigentlich nur fürs Intro gemacht, dass ich den hier mitschleppe an meiner zweiten Hand. So, der hat eine Schere, Feuerwehrjacke, Militärstiefel. Der sieht ja genauso aus wie ich. Beziehungsweise so ausgerüstet wie ich. Oder wie ich es war. Bin ich ja mittlerweile nicht mehr. Den Speer brauchen wir. Oh, okay, ein paar. Brauche ich so einen Speer, so einen improvisierten Speer? Ich weiß es gar nicht. Sind die gut? Können wir uns ja auch ganz easy selber craften. Nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Okay, wunderbar. Da würde ich sagen, weiter geht's. Die Häuser brauche ich jetzt hier erstmal nicht durchlooten. Wie gesagt, die habe ich eigentlich zum größten Teil schon alle durch. So, dort oben, glaube ich, an der Kreuzung müsste es in der Nähe sein. Den wollte ich hier eigentlich aussehen ablegen. Mal gucken, wie mich das behindert von der Schwierigkeit. Aber es geht. Ist ja noch nicht ganz voll beladen. Sehr geil. Also diese Machete, ich sag's immer wieder, die ist halt einfach OP. Die ist mega. Okay, genau. Und zwar handelt es sich hier um dieses Auto. Ich glaube, diese Autos habe ich ja mittlerweile eigentlich schon durchgelootet. Da dürfte eigentlich nichts Spektakuläres sein. Wir gucken mal hier rein, ob wir irgendwas mitnehmen können. Kraftstoff ist nicht da. Das Teil hat auch keinen Kraftstoff. Dann würde ich sagen, ja, gucken wir vielleicht einmal rein, ob wir irgendwas Interessantes finden. Hier kommen wir tatsächlich auch nicht rein. Und im Kofferraum können wir auch nicht schauen. So, dann würde ich sagen, tanken wir einmal das Auto voll. Können wir einmal kurz schauen. Ich glaube, das war wirklich in einem sehr guten Zustand. Ja, ja. Außer, gut, der Kraftstofftank jetzt nicht so dolle. Aber sollte ausreichen. Waren wir eigentlich hier schon drin, ne? Waren wir. Okay. Keine Zombies mehr in Sicht. Dann würde ich sagen, einmal haben wir. Ich guck mal ganz kurz nicht, wenn ich irgendeinen Schluss erzähle, aber ich bin der Meinung, wir konnten das Auto nicht mitnehmen, weil hier kein Kraftstoff drin war. Ja, kein Kraftstoff, deswegen Kraftstoff hinzufügen, Benzinkanister. Okay, perfekt. Im Kofferraum ist hier nichts. Ist ja die Frage, wollen wir es gleich nehmen oder
gucken wir erstmal, ob wir hier vielleicht was Interessantes finden in den Häusern. Ich glaube, hier ja, war ich bestimmt schon, aber wir gehen trotzdem mal rein. Ja, hier war ich auf jeden Fall schon. Wobei, Fallenstellenband 1 ist Fragezeichen, könnten wir nicht haben. Nehmen wir mal. Das haben wir bereits gelesen. Das nehmen wir einfach mal mit. Ansonsten, es könnte tatsächlich sein, dass wir Fischenbänder, keine Ahnung, ob ich die habe. Das habe ich, weil hier ein Ausrufezeichen ist. Das Fischenband 2 weiß ich nicht. Das, glaube ich, habe ich auch noch nicht. Ansonsten war ich hier tatsächlich noch nicht. Könnten hier aber VHS und das nehmen wir erstmal nicht mit. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Ofenhandschuhe. Ja, glaube ich, brauchen wir nicht. Was wir auf jeden Fall mitnehmen könnten, wäre eine Mikrowelle, wenn wir sie finden. Weil wir haben in einer Folge haben wir ja, ja unsere Mikrowelle abgefackelt. Samt unserer Base fast. Oder halt nur eine Wand aus einer Base. Von unserer Base. Oh, hier ist ein Generator. Hier ist ein Generator. Und leeren Benzinkanister nehmen wir auf jeden Fall mit. Was ist hier drinne? Hier ist eine Säge. Das nehmen wir alles einmal mit. Und den Generator nehmen wir auch gleich mit. Als Reserve, weil unser ist nicht mehr in so gutem Zustand. Ja, Gartensäge braucht man nicht nochmal extra mitnehmen. Draht und Metallplatte nehmen wir auch einfach mal mit. Den Generator nehmen wir auf jeden Fall mal auf und platzieren wir gleich mal ins Auto. Sehr, sehr gut. Einen Generator wollte ich sowieso noch suchen. Weil, wie gesagt, unser ist, glaube ich, so 60%. Den sollten wir auf jeden Fall bald mal reparieren. Weil das war auch ein Kommentar. Wenn Generator im schlechten Zustand sind, kann es sein, dass uns der ja, explodiert. Ja, und dann war es das mit unserer Base. Und vermutlich auch mit uns. Okay. So, Generator würde ich gerne vorderer rechter Sitz platzieren. Jawohl. Perfekt. Die anderen Sachen packe ich erstmal im Kofferraum. Und zwar sind das die ganzen Bänder hier. Bei Elektronikband lasse ich erstmal, weil ich glaube, das wollten wir lesen. Machen wir erstmal das alles hier rein. Und hier Benzinkanister. Und den Kram. Oh, scheiße, ich habe meine Digitaluhr aus Versehen ausgezogen. Dann einmal bitte anziehen am linken Handgelenk. Kann man eigentlich sehen, ob die irgendeinen Wecker anhaben? Nicht, wenn die aus Versehen mal angehen. Aber sieht nicht so aus, dass sie einen Wecker haben. Also man kann die anstellen, aber da ist aktuell kein Wecker gestellt, Gott sei Dank. Okay, weiter geht's. Aktuell sieht es ruhig aus. Ist gut. Da hinten sind ein paar. Der andere hat sogar einen Rucksack, wenn ich das richtig gesehen habe. Kann man eigentlich so einen Gnom auch mitnehmen für seine Base? Nee, geht nicht. Das wäre es ja noch. Okay, hier machen wir mal die Tür zu. Und schauen wir mal. Also hier waren wir mit Sicherheit auch schon. So, einmal. Komm, waschen wir mal unsere Machete. Wo ist denn unser... Oh, scheiße, wir haben, glaube ich... Haben wir unsere Flasche aus Versehen weggepackt? Huch, unsere Trinkflasche ist auf einmal weg. Verdammt, die haben wir aus Versehen weggepackt. Ah, tolle Wurst. Haben wir wahrscheinlich ins Auto gepackt aus Versehen. Müssen wir gleich wiederholen. So, das haben wir alles. Das haben wir Autohandbuch für Schwerlastmodelle. Habe ich noch nicht gelesen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Für Schwerlastmodelle, okay, wahrscheinlich für ja, etwas größere Autos. So, Küchenmesser brauchen wir nicht. Schneidebrett, Gitterbrat, Pfanne, Dose mit 100 Futter, nein. Ansonsten, die geschmolzene Eiscreme können wir essen. Kfz-Mechanikband haben wir, Badehose, Socken. Soweit uninteressant. War hier eigentlich eine Mikrowelle? Natürlich nicht. Können wir hier gleich wieder raus. Okay, wir gucken nur noch einmal hier in dieser Garage, ob wir irgendwas Interessantes finden.
nichts. Ich bin der Meinung, hier war auch mal ein Generator. Es sei denn, wir haben diesen Generator hier schon genommen. Tatsächlich ist hier auch ein Generator. Oh, wollen wir den mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das reicht. Wagenheber haben wir, glaube ich, sogar in unserer Base. Brauchen wir erstmal nicht. Würde ich sagen, Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war eng, das war eng. Alter Schwede. Oh Mann, ey. Ich gehe Risiko ein, das sage ich dir. Oh, da sind aber viele. Wir rufen die mal hier raus. Ich wüsste echt nicht, was ich ohne Machete machen würde. Okay, sehr gut. Was haben wir hier drin? Buch, Nahrungssuche, Band 1 haben wir schon durch. Und hier ist tatsächlich auch keine Mikrowellen. Kann das sein, dass wir jetzt echt keine Mikrowellen hier finden? Das ist ja der Wahnsinn. Okay, ich würde sagen, ich will auch gar nicht wirklich viel weiter, weil hier unten jetzt auch gar keine Häuser mehr kommen. Ich könnte natürlich da nach oben lang. Wäre sogar zweistöckig. Könnten wir vielleicht mal kurz rüber looken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ist ja auch noch relativ früh, ne? Na komm, warum nicht? Was soll der Geiz? Ah, irgendjemand klopft hier irgendwo an der Tür. So, Laken, Socken, Besen, schmutzige Stofffetzen und Bleichmittel. Wir nehmen mal die Bleichmittel mit, weil ich glaube, wir können mit Bleichmittel unseren Boden wischen. Der ist ja voller Blut. Also in unserer Base der Boden. Ansonsten glaube ich... Ja, auch keine Mikrowelle hier, tolle Wurst. Brotmesser ist uninteressant. Wir gehen nochmal ganz kurz hoch. Ich glaube, wir werden hier nicht wirklich interessantes Zeug finden. Nee. Waffenkoffer, okay, was haben wir hier? Von wegen, wir finden hier nichts Interessantes. Wir nehmen den Waffenkoffer auf jeden Fall mal sekundär. So, was haben wir denn hier drin? Eine Doppellauf-Rotflinte. Das war auch ein Kommentar mit einer Schrotflinte. Kann man wohl ganz easy seine Schussfähigkeit verbessern. Dann würde ich sagen, bringen wir das mal am Weapon-Dings an. Wir haben ja so ein Attachment. Perfekt. Schachtel mit Patronen packen wir mal hier in unsere Beuteltasche rein. Passt leider nicht rein. Dann, machen wir mal ins Inventar. Und das brauchen wir dann erstmal nicht. Können wir dann fallen lassen. Mal gucken. So, können wir das hier einmal entnehmen. Das sind 24 Patronen. Das ist nicht ohne. Die Schrotflinte ist dann auf 9. Ist mir ein bisschen zu weit weg, aber okay. Und die laden wir einmal durch. Also 2. 2 Schuss haben wir auf jeden Fall immer. Können wir eigentlich mal... Warum nicht, ne? Könnten wir ausnutzen. Blatt Papier, Zeitschrift. Okay, ansonsten ist hier nichts Besonderes da. Also die Schrotflinte behalten wir auf jeden Fall erstmal. Und vielleicht gehen wir ja einfach mal wieder zurück. Wollen wir mal hier schauen? Ob wir was finden? Metallrohr, Metallstange, Schweißstäbe, Ersatzmotorteile nehmen wir auf jeden Fall mit. Elektronischschrott auch, Auspuff auch und das auch. Nehmen wir alles mit. Benzinkanister kann man, glaube ich, nicht genug haben. Elektronikschrott braucht man, glaube ich, um unseren Generator zu reparieren.
Sehr, sehr gut. Ich glaube, ein bisschen haben wir was gefunden. Das ist, ja, gut. Da hinten ist auch ein Auto. Aber das lassen wir erstmal da. Wir haben ja jetzt erstmal eins. Wollen wir einfach mal gleich ein bisschen rumballern? Oder ist das gefährlich? Oder ist das zu nah in unserer Base? Ich glaube nicht, ne? Wir machen es einfach. Wir müssen ja irgendwann unsere Schussfähigkeit aufleveln. Mal gucken, wer das alles gehört hat. Wir bleiben mal hier. Zur Not laufen wir einfach weg. So, der hält eine Tasche. Eine Reisetasche. Würde mich jetzt interessieren, was da drin ist. Sie hat ein Küchenmesser stecken. Nehmen wir die Reisetasche kurz sekundär auf. Wobei, geht ja nicht. Was ist hier drinne? In der Reisetasche? Chips und Erdnüsse. Die nehmen wir mit. Und den Rest lassen wir fallen. Okay, kommen noch weitere Zombies. Da sind noch ein paar. Scheiße. Vielleicht kriegen wir hier zwei auf einmal. Weil die eigentlich gut streut, ne? Die Schrotflinten. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, was ich gemacht habe. Ich lock natürlich sehr, sehr viele Zombies hier an. Aber warum nicht? Dann säuber ich hier so ein bisschen die Gegend um meine Base rum. Der hier, was hat der hinten? Ist das ein Baseballschläger? Also die Reichweite ist leider nicht so hoch. Eine Brechstange, okay, haben wir eh genug. Brauchen wir erstmal nicht. Eine Karte von Louisville. Ja, wunderbar. Na komm, wollen wir nicht ganz verschwenden. Okay, also scheint... Wäre es das schon gewesen? Wir gehen mal erstmal wieder Richtung Auto. Mal gucken, ob wir ein bisschen was gelevelt haben. Fähigkeiten. Vielleicht hätten wir... Ich weiß nicht, gibt es so ein Schießenband? Aber guck mal, Schießen fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir schon Stufe 1. Und Nachladen geht auch einigermaßen. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Und wir sind durstig. Jo. Wir haben ja unsere Wasserflasche im Auto gelassen. Sehr, sehr gut. Also wir leveln hier alles nach und nach auf. Das gefällt mir. So, das Auto müsste hier sein, ne? Jo. Perfekt. Einmal schnell die Wasserflasche. Jawohl, die bringen wir mal Left Side an. Und haben auch gleich direkt was von getrunken. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Benzinkanister kann erstmal rein. Und Bleichmittel wenigstens, dass wir nicht so schwer beladen sind. Ich wollte eigentlich gerne wieder zur Tankstelle. Das Problem ist, ich weiß nicht, wollen wir zur Tankstelle noch schnell? Weil ich wollte auf jeden Fall ein bisschen Benzin holen. Nee, wir fahren erstmal zur Base und packen unser ganzes Loot zurück. Ich will es ehrlich gesagt nicht wirklich riskieren, alles zu verlieren. Können wir ja machen, wenn wir uns ein bisschen ausgeruht haben. Vielleicht sogar mit der Schrotflinte, weil da bei der Tankstelle waren sehr, sehr viele Zombies. Als wir in der letzten Folge durchgefahren sind. Oder vorletzten Folge. So, dann haben wir ja wieder das nächste Auto im Fuhrpark. Es wird immer mehr. Wie geil ist das denn? So, einmal ausmachen. Wir müssen wirklich anfangen, die Autos so ein bisschen, auszunehmen, auseinanderzunehmen, dass wir das so ein bisschen aufskillen. So, wir nehmen mal das alles erstmal mit.
Ja, oder wir nehmen gleich alles mit. Was ist denn, wenn wir gleich alles mitnehmen? Ja, sind schwer beladen, ich weiß. Aber dann brauchen wir nicht so viel laufen. Okay, sehr gut. Benzinkanister, kommen alle hier rein. Sind zwar alle leer, okay, da passen sie nicht mehr rein, leider. Wir haben sehr, sehr viele Werkzeugkasten. Müssen mal nach, ab und an mal schauen, was da so drin ist. So, die Metallplatten kommen hier mit rein. Passt leider auch nicht mehr rein. Sehr gut. Wir brauchen viel mehr. Also wobei, wir haben ja hier ein Regal. Da ist auf jeden Fall ein Auspuff drin. Wollen wir da auch Autoteile reinpacken? Ja, ne? Komm, wir packen da Autoteile rein. Und hier packen wir so die Metallplatten rein. Gucken, ob das Sinn macht. Keine Ahnung, aber machen wir jetzt erstmal. Wir müssen ja irgendwie eine Ordnung schaffen. Okay, dann haben wir hier Auspuff und Ersatzmotorteile. Kommen auch hier rein. Passt tatsächlich nicht mehr. Tolle Wurst. Dann machen wir das hier mit rein. Dann müssen wir das doch irgendwie mischen. Elektroschrott ist Basten Elektronik. Haben wir, na, glaube ich, woanders. Hier ist noch ein Lehrer. Kreuzschlüssel, Metallrohr. Ja, ich muss mir überlegen, wo ich das alles am besten hinpacke. Aber wir lassen es jetzt erstmal so. Hier sind noch ein paar Autoteile. Draht und Elektroschrott kommt, glaube ich, hier rein, ne? Ja, Elektroschrott haben wir tatsächlich sogar sehr viel. Passt nicht mehr rein, verdammt. Was ist mit Draht? Haben wir das hier, Draht? Draht gehört zu basteln. Haben wir tatsächlich auch hier. Passt aber auch nicht mehr mit rein, verdammt. Oh nein, es passt alles nicht mehr rein. Was machen wir? Draht packen wir mal einfach dann mal. Ja, machen wir einfach mal hier. Oder Elektroschrott auch. Ist zwar sehr unsortiert, aber was willst du machen? Bleichmittel hatten wir. Wobei, ich glaube, Bleichmittel haben wir sogar hier gehabt, ne? Schwamm machen wir mal hier mit rein. Zum Besen. In der nächsten Folge können wir ja mal vielleicht gucken, ob wir unsere Böden reinigen oder unseren Boden reinigen, weil der ist hier voller Blut. Das sollte mit Schwamm, Besen und Bleichmittel gehen. Okay, und die Bücher, ja, werden da alle nicht reinpassen. Deswegen schauen wir erstmal, welche wir haben. Fallenstellenband 4 haben wir tatsächlich nicht. Das heißt, es kann da rein. Fischenband 2 haben wir auch nicht. Passt auch tatsächlich nicht mehr rein. Kfz-Mechanikband 2 haben wir sogar zweimal. Das heißt, einmal kann weg. Dafür kann der rein. Gucken wir erstmal, von welchem wir mehr haben. Leeres Notizbuch. Ja, ob wir das jetzt unbedingt brauchen, ich weiß es nicht. Schlereiband 1. Gucken wir erstmal. Landwirtschaftsband 2 fehlt uns tatsächlich auch. Kfz-Mechanikband 1 fehlt uns auch. Oh, 2, nee, haben wir. Kfz-Band 1 fehlt uns sogar. Schade, das bräuchte ich eher. Das kann nämlich gleich weg. Das heißt, wir haben eigentlich alles. Elektronikband 1 bin ich gerade am Lesen. Weißt du was, dann lesen wir einfach Landwirtschaftsband 2. Band 1 können wir, wobei Band 1 kann auch weg, ne? Weil das haben wir schon durchgelesen. Das heißt, dann kann das hier dafür rein und die Zeitung. Und dann der Rest kann dann eigentlich weg. Okay, perfekt. Dann haben wir so ein bisschen aufgeräumt. Wir haben ja hier noch Chips. Und die Erdnüsse, die essen wir einfach mal fix auf. Sehr gut, ich hoffe, hier sind keine Zombies, die mir gefolgt sind. Sieht gut aus, perfekt. Wunderbar. Genau, und die Bücher, die ich nicht brauche, hauen wir dann einfach mal hier mit rein. Das war dann nämlich einmal Landwirtschaftsband 1 und Kfz-Mechanikband 2. Sehr gut. Perfekt. Dann würde ich sagen, an der Stelle, ja, mache ich einfach mal wieder einen Cut, ne? Vielleicht können wir, wie gesagt, in der nächsten Folge mal gucken, dass wir den Generator reparieren und Boden wischen und halt Benzin holen von der Tankstelle. Vielleicht dann wieder mit der Schrotflinte ein bisschen rumballern. Hätte ich auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und ja, dann hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao.